Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das Stück aus dem Johannesevangelium, das wir gerade gehört haben, ist etwas, was für jeden Gottesdienst einen vertrauten Satz beinhaltet. Diejenigen, die regelmäßig die Heilige Messe feiern, die werden das kennen. Wir haben es heute sogar ausdrücklich, weil es gesprochen wurde an zwei Stellen. Einmal im Gloria, später dann vor der Heiligen Kommunion während der Wellenbrechung. Diesen Satz, mit dem Johannes der Täufer, der da am Jordan ist, mit vielen, die gekommen sind, um sich von ihm als Zeichen der Umkehr von ihren Sünden taufen zu lassen, der Satz, mit dem er auf Jesus zeigt und sagt, dort seht ihr ihn. Da stellt Jesus den Menschen sozusagen vor, mit diesen Worten, seht das Land Gottes, das die Sünde der Welt zählt nach Maßstäben von Durchsetzungsfähigkeiten und Gewalt.
dieser Welt, diese weltkraftigen Strukturen wegnimmt. Das meint der Satz, den wir im Evangelium gehört haben. Aber was heißt dieses Wegnehmen? Diese Übersetzung ist, müssen wir uns das so vorstellen, wie so eine hässliche Warze, die da ist, und da muss man nur operieren, und dann ist die Warze weg, und dann ist wieder alles schön. Manche verkaufen ihnen das so. Komm zu Jesus, bekenne ihm deine Sünden und dann ist alles weg. Ich habe vorhin so ein Ding im Internet gesehen. Wunderbar. Das war wunderbar illustriert. Aber es funktioniert nicht so. Seht das an Gottes, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt? Dieses Wort, das dort steht, das kann ganz verschieden übersetzt werden. Es hat mehrere Bedeutungen in sich, die man auseinandernehmen sollte, um zu verstehen, wie funktioniert das? Was geschieht dort, wenn Gott durch Jesus Sünde wegnimmt? Wobei schon allein grammatischer Zweite, wenn man Deutsch nicht, im Englischen kennt man die Verlaufsform. Es ist sozusagen das Tun dieses Jesus von Nazareth, in dem er im Begriff steht, an uns dort, wo wir ihm begegnen. Das Wort kann im alten Griechisch heißen emporheben. Seht, dass man Gottes, dass die Sünde der Welt emporhebt. Ganz überraschend, wenn man diesen kleinen Wort hat, zu sagen, das, was man eigentlich verstecken würde, was man niemandem zeigen würde und ja, und gar nicht Gott, weil Gott ist zornig, wenn er die Sünde sieht. Nein, das zu nehmen. Es anschaubar machen, es sichtbar machen. Und zwar nicht in der simplen Weise, wie uns die Psychoanalyse lehrt, dass wir die tieferen Schichten bewusst machen müssen, um Heilung zu finden, man muss das nur unter die Nase des Analytikers halten, dann wird es schon, sondern vor das Angesicht Gottes. Und vor die Öffentlichkeit dieser Welt. Wenn das geschieht dort mit dem Kreuz, ist es sichtbar, das Opfer der Gewalt, indem es vor Gott emporkommt. Vielleicht ist das etwas, was wir mitsehen dürfen, wenn das gebrochene Brot emporgehoben wird in der Heiligen Messe. Sieht das Land Gottes, dass die Welt, die Sünde der Welt emporhebt. Die zweite Bedeutung dieses Wortes ist im Lateinischen, ich kenne das noch am ehesten, weil wie toll ist Picarda Mundi? Toller, da heißt tragen. Ganz nebenbei bemerkt, würde sich lohnen, darüber näher nachzudenken, weil das Wort Toleranz kommt genau daher. Toleranz kommt nicht daher, dass man sich vorstellt, naja, ich lasse mal alles durchgehen, was geschieht, sondern ich trage auch das, was schwer ist und mir fremd ist und das andere tun, andere meinen, trage ich. Ich nehme es wirklich wahr und trage es. Und das eben gilt von dem Lamm Gottes, es trägt die Sünde der Welt. Im ganz buchstäblichen Sinne trägt es die Sünde der Welt. Das ist ein Bild, das auch im Alten Testament mehrfach vorkommt. Gott will tragen, auf sich nehmen, dem nicht ausweichen. Wer trägt schon Schuld? Ich nein. Ja, man muss erklären, ich habe hier, wer trägt denn schon Schuld? Verantwortung tragen werden. Und da ist einer, der trägt nicht nur die Schuld von sich, sondern er trägt die Schuld von anderen. Er nimmt es auf sich. Er weicht dem nicht aus. Er bietet sich geradezu an für all diejenigen, die niemanden haben, der ansprechbar ist für das, was ihnen angetan wurde, für all die Gewalt. Die Gewalt, die Menschen angetan wird von anderen Menschen. Und wo sich fragt, und wo ist Gott? Und da ist einer, Sohn Gottes, hieß es im Evangelium, der trägt. Und von hier aus erst ahnen wir vielleicht, warum man als letzte Bedeutung dieses Wortes verstehen kann, die Sünde der Welt hinwegnimmt.
dadurch auf eine Weise verwandelt, dass nicht einfach irgendeine Warze wegoperiert ist, sondern dass die Strukturen dieser Welt und die Strukturen meines Herzens geheilt werden und verwandelt werden und fähig werden, anders zu ticken als die Sünde der Welt. Dass nicht einfach irgendeine Operation am Symptom stattfindet, sondern diese Operation Gottes geht in das Herz und die Mitte und heilt dort, wo die Strukturen des Denkens vergiftet sind, durch immer wieder nur an sich selber und nur bei sich selber sein. Und das heilt es dadurch, was Johannes hier auf einen zeigt, der die Sünde auf sich nimmt. Und der die Jünger, die dort sind, auffordert, mit ihm zu gehen. Wenn wir Liturgie feiern, heiligen Gottesdienst hier, und über das gebrochene Brot gesagt wird, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, und wir bekennen, da sind wir nicht würdig, das zu empfangen, sagt uns die heilige Liturgie doch, du magst von mir aus nicht würdig sein, aber Gott möchte dir begegnen, damit das, was damals stattfand zwischen den Jüngern des Johannes und Jesus, dass das hier stattfindet, wo Gott ihnen begegnet mit seinem Segen, Gott ihnen begegnet mit dem heiligen Leib. Einer, der mit ihnen das Leben geht, es mit ihnen trägt, sich brechen lässt, die Zerbrochenheit dieser Welt nicht verschweigt und nicht verleugnet, sondern sichtbar macht, damit sie geheilt werden kann und wir uns berühren lassen von diesem Gott, der nicht ausweicht, sondern trägt, uns trägt mit seiner Liebe wie ein Lamm. Dieses Inbegriff eines Wesens, das niemandem etwas zuleide tut.